Hier ist Fred von Fettspielen mit der 150. Partie Let's Play Good Game Empire. Ich klick das hier weg und wir werden uns mit frischen Rubinen mal wieder zusätzliche Bauslots mieten, damit sie mal wieder ein bisschen schneller vorangeht. Ist ja ein bisschen eingeschlafen, was unser Bauverhalten anbelangt. Da ging es ja gar nicht mehr richtig weiter. Jetzt aber mit Vollgas voran, auch für unseren Steuereintreiber. 10 Minuten gibt es für ihn die kleine Runde und wir werfen mal einen Blick in unser Questbuch. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hier gibt es doch bestimmt noch eine Menge zu machen im großen Imperium. Unsere Prinzessin will ja immer noch, dass wir das nächste Stadthaus upgraden und dass wir Dekorationen auch noch besitzen. Meine Güte, so viel muss ich machen hier auf jeden Fall. Das Stadthaus kann ich auf jeden Fall schon mal voranbringen. Ansonsten mit den Dekos, ich würde ja liebend gerne, hat ja Lero Badescu mir auch empfohlen, zum Beispiel morgen auch schon, sagen ja ganz, ganz viele immer, warten, bis ich dann Level 32 bin, bis ich dann endlich Parks bauen kann, sind ja quasi die Nonplusultra-Dekos überhaupt, aber ich muss ja irgendwie erstmal dahin kommen und deswegen brauche ich ja Quests und für Quests und Erfahrungspunkte muss ich natürlich machen, was da steht und dann muss ich jetzt auch Dekorationen bauen, kostet es, was es wolle. Also kann ich quasi nur zu Parks überhaupt erst kommen, wenn ich etwas anderes baue als Parks. Und deswegen werde ich jetzt die anderen beiden Bauslots auch noch verwenden, um noch zwei weitere Dekorationen reinzubauen. Jetzt müssen wir noch schauen, was wir machen können. Vorräte zum Beispiel, die sind ganz klein, die passen überall rein. Aber ihr seht, auch ich habe nicht mehr so viel Platz. Auch ich muss jetzt mal schauen. Aber ich finde, Vorräte passen noch hervorragend zu einer Mühle. Da können jetzt Mehlsäcke drin sein oder sonst irgendetwas, je nachdem, was passt. So, alle drei Bauslots beliebt. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und ich kann mal gucken, was mein anderes militärisches Ziel war. Spendet Schweiß, kein Blut. 4 Söldner oder Fernkämpfer-Attrappen müssen gebaut werden. Dann machen wir das doch glatt. Also nochmal in die Verteidigungswerkstatt. So, da sind sie, die Nahkämpfer-Attrappen. Ah ne, Fernkämpfer-Attrappen waren das. Komm, holen wir gleich mal 5 rein ins Haus. Und jetzt weiß ich auch wieder, weswegen ich Söldner mit Bogen eigentlich gebaut habe oder bauen musste. Das ist ja hier Teil der Quest. 15 Stück brauche ich dann noch, aber ihr seht es hier, meine Nahrungsvorräte sind schon bald aufgebraucht. Was mache ich denn da jetzt? Da müsste ich eigentlich meine Farmhäuser upgraden oder irgendetwas hier anders machen. Oder ich könnte ein paar Einheiten wieder wegschicken. Das wäre mal eine Idee. Also, ich schicke... Wo habe ich denn jetzt die Söldner hingeschickt letztes Mal? Sind die jetzt ganz, ganz weit oben im Norden, glaube ich, in der Burg Nordfred? Wir reisen aber hin und schauen uns das mal an. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir jetzt hier ein paar Söldner mit Bogen haben. Na, wo seid ihr? Ihr Schlingel! Da haben sie sich versteckt. Na gut, dann würde ich mal sagen, werden wir jetzt 15 dieser Mannen wieder zurück ins große Imperium schicken, damit wir dort die Quest erfüllen können. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und dann schicke ich sie wieder hoch, damit ich dort nicht, also in der Burg Fred, nicht so viele Nahrungsprobleme habe. Also das ist nochmal ein Plan. 15 Söldner kommen hierher, kommen zur Burg Fred alleine, um dort die Quest mit zu erfüllen. Und dann können die gleich wieder in den Norden reisen. Sehr schön, da haben wir alles gemacht, was wir machen können oder wollen. Ich schaue mal kurz in die Nachrichten und wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder, habe sehr, sehr viele Rohstoffe von euch bekommen, besonders auf meinen zweiten Außenposten. Vielen Dank dafür, das freut mich natürlich sehr. Wir gehen aber trotzdem erstmal auf den ersten Außenposten. Auch da gibt es sicherlich ein bisschen was, was wir machen können. Und dann werde ich mich auch gleich mal darum kümmern. Der erste Außenposten, der strahlt ja immer noch in vollster Pracht. Und hier können wir auch dafür sorgen, dass es auch weiterhin so bleibt, indem wir unsere Verteidigungsarmee mal wieder ausbauen. Die ist ja immer noch hier am Start. Hellebardiers und so viele Langbogenschützen hatte ich bisher auch noch nie. Und wir haben ja wieder Schwertkämpfer am Start. 60 Stück. Die verheizen wir jetzt, indem wir sie mal auf irgendeine Raubritterburg ansetzen. Wir haben ja immer noch das Ende der Geduld am Laufen. Wir müssen also das vierte Mal eine Raubritterburg Level 8 erledigen. Ich habe immer einen Tipp bekommen, dass man immer pro Angriffswelle, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, oh Gott, das geht jetzt bestimmt gar nicht mehr zusammen. Level der Raubritterburg plus 2 ist die richtige Angriffszahl. Wollen wir mal schauen, ob das auch so klappt. Wo sind wir hier überhaupt? Wo sind die Raubritterburgen? Hier ist zum Beispiel eine. Die ist auch ganz, ganz nah. Da wollen wir die auch gleich mal angreifen. Vom Außenposten aus, das ist richtig. Also die ist Level 8, deswegen schicke ich jetzt 10 pro Flanke hin.
Na, das klappt ja auch hier gerade perfekt. So, 10 dahin, 10 dahin. Und das pro Welle wurde mir, glaube ich, gesagt. Na dann. 10 dahin. 10 dahin. Und die dritte Welle nehmen wir auch noch mit. Und dann hoffen wir mal, dass das auch so klappt. Dass dieser Tipp ein guter war. Und wir werden das mal austesten. Learning by doing. Wir haben ja genug Zeit und genug Männer, um das auch zu testen. Deswegen müssen wir uns auch keine Gedanken machen, falls das nicht klappen sollte. So, wie sieht es eigentlich aus hier mit der Verteidigung? Haben wir da schon alles drauf, was wir wollten? Na, oh, ein paar Feuerpfeile könnte ich noch hin. Ah, hier, Wurfsteine. Was denn das? Da müssen doch noch. Ja, wo kann ich sagen? Da ist noch Platz. Da ist noch viel, viel Platz. Können wir noch viele Sachen machen. Auch gerade für das Burgtor. Da ist doch auch noch was. Jawohl. Sehr schön. Und da wir hier auch noch Ressourcen haben, werde ich mal erstmal die Wurfsteine bauen, um das noch weiter voranzutreiben. Sehr schön. So, hier haben wir auch noch 3 Bauslots. Natürlich, das gilt ja für jede Burg. Jetzt nur die Frage, wie wir das machen können. Wir können einmal ein Farmhaus ausbauen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Steinbruch können wir nicht ausbauen. Da müssen wir erst Level 38 sein. Müsst ihr euch auch mal vorstellen. Level 32, da kann ich erst das Wohnhaus upgraden. Tja, was mache ich denn dann hier, würde ich sagen. Ich könnte noch weitere Dekos bauen. Denn ihr seht es hier. Die öffentliche Ordnung ist zwar schon super, aber dieser kleine Pfeil ist nicht ganz auf Anschlag. Das heißt, da ist auch immer noch Luft nach oben. Das heißt, Deko ist das Einzige, was ich eigentlich hier bauen kann. Dann gehe ich doch mal ins Baumenü und schaue, was ich noch hier Schönes in meinen ersten Außenposten pflanzen kann. Tja, wie wäre es denn? So ein Theater ist auch schön. Da haben wir doch schon mal eins gehabt hier. Noch ein Theater. Und weil es so schön war, bauen wir uns noch ein zweites rein. Na, so viel Deko, die können sich hier wirklich auf keinen Fall beschweren. So, soviel zum ersten Außenposten, zweiter Außenposten, viele Rohstoffe erhalten, aber, boah, aufgebraucht in 2 was? 2 Tagen, Wochen, Stunden, Sekunden, wird mir hier nicht gesagt. Trotzdem werde ich jetzt auf jeden Fall hier alle Farmhäuser upgraden. 3 Stück jedenfalls, so viel wie ich jetzt auf einmal machen kann, um hier das Thema Nahrung endlich mal wieder in den Griff zu bekommen. Wir schauen nochmal hier auf die Gebäudedaten. Wir machen 48 Nahrung, produzieren wir mit Stufe 5. Mit Stufe 6 sind 56, das heißt, es sind 8 mehr. 3 mal 8 sind 24. Jetzt habe ich gerade einen Minus von 16, das heißt, ich müsste eigentlich wieder in die Plusbereiche kommen, sobald ich hier diese 3 Farmhäuser abgegradet habe. Dann so viel zur Theorie, so viel zur Mathematik. Ob das dann auch wirklich klappt, das sehen wir dann. Ich sollte aber jetzt vielleicht darauf verzichten, weitere Einheiten zu rekrutieren, damit wir endlich mal wieder in den Plusbereich kommen. Wir können mal bei der Burg Nordfred gucken, ob wir da auch gerade Schwierigkeiten haben. Oh ja, aber hier aufgebraucht in einem Monat. Ja gut, da haben wir noch auf jeden Fall noch Zeit. Aber auch hier werde ich trotzdem die 3 Bauslots erstmal verwenden, hier meine Farmhäuser abzugraden. Man kann ja auch erstmal dafür sorgen, dass die Leute einen vollen Magen haben und dann kümmern wir uns um andere Dinge. Und um andere Burgen kümmern wir uns natürlich auch. Deswegen gehen wir jetzt in die Weltkarte rein. Und weil heute so ein schöner Tag ist, habe ich mir einfach mal überlegt, ich könnte 2 Burgen ansehen. Und zwar eine Burg von jemandem, dessen Burg ich schon mal angesehen habe. Und eine Burg von jemandem, der komplett neu ist, der mir eine neue Anfrage gesteckt hat. Also alte Burg muss es auf jeden Fall mal wieder Lero Bardesco sein. Ja, den ist ja ist schon wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Hat mich auch schon ganz, ganz oft angeschrieben. Ist ja auch ein alter Verbündeter und Freund von mir. Ihr seht es auch hier. Lero Bardesco, Anführer von der Allianz Die Reichtümer, mit der wir uns auch bisher immer sehr gut verstanden haben. Und jetzt gucken wir uns doch mal sowohl... Er hat übrigens sehr, sehr witzige Namen für seine Burgen. Jetzt gucken wir uns mal seine Gletscherburg und seine Hauptburg an. Also, ab geht's. VfB Stuttgart. Boah, ja, da wisst ihr mal Bescheid, oder? Das sieht ja wirklich grandios aus hier. Ihr seht es hier. 2 Kolosse sogar. Nicht nur einen, gleich 2. Der eine noch schöner als der andere. Und hier in der Mitte alles drin. Kriegsbanner, Schweinekönig, uraltes Relikt. Viele, viele Parks. Und am Rande sogar noch weitere Sachen. Also, hier, das ist meine Burg, die sich gewaschen hat. Sieht ja einfach nur toll aus. Super. Wir sehen auch Level 42. Da
erwarten wir auch vieles und das kriegen wir auch, wie ihr seht. Aber guckt euch das mal an. Selbst hier oben im Immerwintergletscher eine Burg, die richtig toll aussieht und schön ausgebaut ist. Mit vielen, vielen Wachhäusern. Also mit Spionage hat er wahrscheinlich keine Probleme, der Lero. Und auch hier in der Mitte sieht er schon sehr, sehr gut aus. Ja, das ist Lero Badescu, so wie wir ihn kennen. Grandios. Und wir gehen auf die Weltkarte und schauen uns mal die Burg an von einem neuen Spieler. Und das ist Freddy Fox. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig geschrieben. Hat noch keine Burg auf dieser Karte. Dann gehen wir davon aus, dass er auch ein ganz, ganz neuer Spieler ist. Und nur im großen Imperium unterwegs ist. Das heißt, wir gucken uns da mal die Weltkarte an und suchen jetzt da nach unserem Freddy Fox. Und dann kommen wir auch. Burg Freddy Fett. Na, das klingt ja schon fast so, als hätte er an meinen, Namen gedacht, als er sich so genannt hat. Blackie Fat Fred. Na, dann gucken wir uns das gleich mal an. Level 15. Und so sieht sie aus. Oh, hier hast du ja auch mal eine richtige Deko-Meisterschaft an den Start gemacht. Hier ist ja alles da. Von der Kutsche, Wegweiser, Pranger, Vorräte und alles. Wild, kreuz und quer. Also selbst ein Plumpsklo ist noch dabei. Alles da. Aber hier brennt's. Was ist denn los? Wurdest du angegriffen, sabotiert? Ein Farmhaus brennt sowie ein Sägewerk. Aber ansonsten sieht das doch schon mal sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Level 15. Hast du noch einen weiten Weg vor dir. Aber vertraue mir, das ist ein schöner Weg. Das Spiel wird auf jeden Fall immer besser, je weiter man ist. Das kann man schon mal so sagen. Und du bist ja noch relativ am Anfang. Hast aber immerhin schon mal eine Allianz. Und bist dort sogar der Anführer, wie wir hier sehen. Sehr, sehr schön. Das ist doch mal ein guter Anfang. Sehr schön, das sind eure Burgen und das ist meine Burg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Fred von Fett Spielen.